Spekulationen sind wir heute wieder da, mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum ersten Rennen der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Heute fahren wir auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit. Die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Autos auf dem Weg hinunter in die knifflige Bremszone vor Kurve 10 sind nichts Neues. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Logan Sargeant fährt auf die Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Tsunoda, Bottas, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Frostbite, Norris, Frostbite, De Vries, Verstappen, Albon, Leclerc, Russell, Ocon, Perez, Sainz, Gasly, Joe und Richter. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen. Denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Gut, und damit herzlich willkommen zum Rennen aus Bahrain. Ja, ärgerlich, die letzte Runde weggeschmissen und da vielleicht eine bessere Position gehabt, dann wäre es irgendwo Richtung Mittelfeld gewesen. So ist es am Ende das Ende des Feldes, was vielleicht kein Nachteil ist. Aber bei dir sieht es ein bisschen besser aus, oder? Mhm. Ja. P7. Ja. Und ein lustiges Fahrerfeld. Logan Sargeant auf der Pole und ein Nick de Vries auf der 10. Wenn der in echt das sagen könnte, wäre der, glaube ich, heavy. Ja, definitiv. Klar, der hat quasi natürlich ein Rennen gehabt, seine übelste Sternstunde. Momentan bringt er ja nicht allzu viel. Aber ja. Was haben wir denn für eine Strategie? Was fährst du für eine Strategie? Wo sind wir denn bei gerade? Ich werde wahrscheinlich Soft-Medium fahren. Soft-Medium? Ja, okay. Ja. Warte mal, dann muss ich gerade mal das bearbeiten hier. Weil Soft Hard, also ich meine, da komme ich zwar bis zum Ende durch, aber das ist ein bisschen langsam der Hard, oder? Ich kam damit nicht zurecht, muss ich zugeben. So, Soft und Medium. Wann willst du regulär stoppen? Runde 7 ist auch ein bisschen zu spät, früh, ne? Ja, bist du ein bisschen spät. Fünf. Ich werde wahrscheinlich Runde 5 oder 6 und dann auf den Medium zu Ende fahren. Ja, das wäre jetzt nämlich genau das, was ich machen werde. Ich werde mich kopieren, das ganze Ding. Weil er sagt mir ja Medium Soft als Ende. Da könnte man auch machen, Medium Soft zu fahren und dann Soft zu. Ja doch, ich würde es andersrum machen. Ich werde das ganze Ding andersrum spielen. Ich werde den Soft am Ende holen. Das wäre mir, glaube ich, am sinnvollsten. Das heißt, Runde 8, 9. Ja, irgendwie sowas. Ein bisschen im Blick haben die Strategie. Ja, ich werde so fahren. Gut, dann let's go. Keine Anfangsrunde, warum auch immer. Boah, übelste Wheelspin gehabt, ja. Ich riskiere es jetzt mal nicht, davon nämlich noch reinzudrücken. Das ist mir dann zu heiß, gerade wenn du am Anfang einen Pech hast. Nee, der einzige auf Medium gerade. So, auf Soft vor mir. Upala. Bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da. Ich sag mal so, da hinten muss man auch mal ein bisschen riskieren, ne? Ja, ich könnte natürlich jetzt auch. Ich hätte auch schon ein paar Mal angreifen können, aber mir ist es zu heiß jetzt gerade. Einfach, dass ich da noch reinzudrücken irgendwo. Nicht, dass du da meine Flügel hast und dann ohne Safety Car ist das echt schwierig, sich wieder reinzukämpfen ins Rennen.
Achso, du meinst jetzt strategiemäßig, ja, okay, klar. Ja. Das war jetzt auch der Gedanke dahinter, warum ich gesagt habe, ich mache was anders. Ich versuche jetzt mit dem Medium so lange wie möglich dran zu bleiben und dann vielleicht mit den Soft am Ende dann nochmal die eine oder andere Position gut zu machen. Punktemäßig wird es wahrscheinlich eher enge werden, aber warum nicht? Da vor allem kannst du so overcutten. Länger fahren, ja. Vielleicht was machen, ja. Na, ich habe jetzt ein bisschen abreißen lassen, sind ja schon wieder 2 Sekunden dahinter. Die Hamilton ist auch auf Medium hier vor mir. Na gut, ich sehe nur bis 1 auf 16. Albon überholt, Albon eben auch auf Medium. Aber es ist hier Perez, Gasly, Zhou, die sind alle auf Soft. Auf Soft ist richtig. Was für ein Kampf hier mit mir und Bottas. Boah. Gelb. Weiß nicht warum. Russell. Hast du damit irgendwas zu tun gehabt? Nein. Okay. Russell hat sich in der Spitzkehre gedreht. Der stand gegen der Fahrtrichtung. Ich bin auf 5 hinter Hamilton und vor Bottas, also kann ich damit nicht viel zu tun gehabt haben. Da muss der Hamilton aber auch mega verloren haben. War der nicht irgendwie Dritter oder so? Zweiter? Dritter? Zweiter, der war hinter Sargent dann, ja. Sargent genau. War der Pol. So, Sargent erst bei der ersten Stelle Runde und Alonso liegt direkt hinter. Liegt muss ich hinterher. Auch gerade mal kurz abfangen, ich habe ein bisschen zu viel Gas gegeben in der letzten Kurve. Ne, ist es mir auch schon passiert. Da habe ich meine schnelle Runde weggeworfen. Ja, ich bin noch nicht so in Position, wie ich gerne hätte. Ich mache nämlich immer wieder so kleine Fehler mit drin und damit die kosten mir halt den Abstand. Ich kämpfe mich immer wieder ein bisschen rein an Joe. Aber vorbei ist momentan schwierig. Aber nochmal, ich fahre die langsameren Reifen. Das kann vielleicht dann mit dem Boxenstopp anders ausgehen. Die Positionen sind vielleicht am Anfang noch gar nicht so wichtig. Ob die jetzt 13 oder 18, da ist es mir jetzt eh wurscht. Aber Hauptsache Spaß. Hast du coole Zweikämpfe oder sowas. Und ein bisschen lernen. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Das ist doch gut. Das ist immer so gut zu hören. Wir haben ja mehrmals, wie gesagt, schon versucht, haben uns ein bisschen anzusetzen mit der F1 und alles ja, und mit dran. Ja, da war viel Frust dabei. Mit Lenkrad ist bei mir hier einfach nicht. Ich komme damit einfach nicht klar. Das ist übrigens doch recht. Gran Turismo zum Beispiel schon. So mit Nicht-Open-Wheel-Fahrzeugen geht das besser, aber... Das muss man einfach irgendwie, keine Ahnung. Man muss es können. Ich habe es auch einfach dann irgendwann mal gemacht. Und ich hätte damit schon am ersten Rennen... gelesen? Ja. Habe ich... schon gesehen, dass du schnell eine Runde gefahren bist. Jetzt kommt der Dickste wieder ran, der Basse. Ah gut, der sehe ich schneller als ich. Also scheiß Fliege, ey. Ich kenne das Problem. Lässt Müll mal einen Tag stehen oder so, dann hast du direkt die Fliegen an der Backe. Mhm. Gerade jetzt im Sommer. Ja, ja. Ich habe gestern alles rausgebracht. Ich habe jetzt erstmal gerade kein Problem. Aber beim gelben Sack ist das immer ein bisschen schwierig, den Tag rauszubringen. Wir haben mal feste Abfuhrzeiten. Und nicht so wie bei Joel zum Beispiel, dass die einfach das irgendwo in den Käfig stellte, gut ist. Ja, ich springe auf jeden Fall danach unter die Dusche. Ich bin mich übelst am Öl schon wieder. Ein Ventilator ist halt scheiße, geht halt nicht. Weil du das halt extrem hörst in der Aufnahme.
habe ich übrigens abreißen lassen da vorne. Also ich komme überhaupt nicht hinterher jetzt gerade. Da kommt schon der Bottas angeflogen. Ja, bei mir ist es was, aber ich habe jetzt wieder so ein bisschen Luft gekriegt, ein bisschen Atemluft. Der war, glaube ich, mal auf 3-3 dran, jetzt ist aber 4,5 weg. Ich hoffe daher, dass es mit dem Reifen besser ist. Das sind nämlich jetzt noch so 2-3 Runden und dann kann man nämlich den Reifen wechseln. Kann man nämlich auf Soft gehen und dann hoffe ich, dass ich vielleicht ein bisschen wieder mit drin bin. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,9 Sekunden. Und ich bin mal gespannt, wann die erste rote Flagge kommt. Wie gesagt, ich tippe mal Richtung Monaco. Kann aber auch wetterbedingt sein, ne? Weil zu viel Regen kann man auch... Ja, gut. Nächste Rennen ist, glaube ich, dann Australien, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann sein, ja. Da könnte es schon wieder regnen. Oder Kanada, das ist so typisches Regenrennen. Wir werden sehen. Also hier ist es jetzt gerade erstmal nicht der Fall. Aber ich finde halt, wie gesagt, dass mit dem Starter fertig bin ich ein bisschen sehr unrealistisch. Wie gesagt, nichts gegen Sargent, aber das ist keiner, der auf Pole kommt. Du wechselst jetzt, ja gut, du hast die Soft runtergeschmissen, ne? Ja. Du gehst jetzt von Soft auf Pole. Scheiß Flieger, Alter, verpiss dich. Ja, ich, wie gesagt, das ist ein bekanntes Problem, aber jetzt geht's gerade. Gelb. Jetzt hilft die K. Ne, ist aber gar nichts. Warum hat sich schon mal irgendwas passiert? Oh ja, Albon. Albon hat übelst Struggle. Motorschaden Albon. Der raucht nämlich extrem. Muss echt aufpassen gleich, wenn du da rankommst. Hat sein Auto aber jetzt abgestellt. Ich muss gerade aufpassen, dass ich dem nicht, weil der genau auf der Linie stand oder auf Gefahr ist, dass ich nicht in den reinfahre. Aber doch kein Safety Car, der steht nämlich auch ein bisschen mit Gefahr dort. Und ich weiß nicht, wie das aussieht mit Öl zum Beispiel auf der Dings auf der Linie. Ja, beim Safety Car wäre ich nämlich jetzt reingegangen. Bei 8 Runden mit Soft, ne? Schwierig. Aber mir hat das natürlich extrem viel Zeit gekostet. Ich habe Abstand ordentlich Zeit verloren auf Russell. So, ich bin jetzt vorbei an Hamilton. Also der ist jetzt mehr oder weniger in der Box gewesen. Daher eigentlich kein Kunststück. Kann sein, dass die Strecke extrem Reifen frisst. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,5 Sekunden. Jetzt ist Russell dran. Den werde ich natürlich wahrscheinlich jetzt gleich verlieren, den Platz. Scheiße, scheiße, scheiße. Einfach Warnung gekriegt. Jetzt ist er nämlich dran an mir. Habe ich aber noch mal wehren. Jetzt habe ich einen Fehler gehabt in der Spitzkehre. Voll, ich habe jetzt beide Mercedes hinter mir.
Das vielleicht für dich vielleicht wieder gut ist, weil ich dir jetzt ein bisschen aufhalte. Russell geht. Ja. Ah, der Rest jetzt aber auch gerade alles hier. Ich bin jetzt an einigen wieder vorbei. Ich bin jetzt vorbei an Sergeant, aber innen, der ist komplett innen jetzt an der Seite von mir. Jetzt, ich muss übrigens aufpassen jetzt gerade. Ja, die sind alle komplett gerade jetzt rausgekommen. Ich bin jetzt bis vor Sergeant gespielt worden auf 8. Ich hätte gerade fast wieder Kurve 1 mein Heck verloren, weil du kannst jetzt ohne ABS auch die hinteren Räder blockieren, ne? Ja, je nachdem wie du die Dings angestellt hast, die ich wollte nur sagen. Ich habe gerade aber auch da ein bisschen meine Probleme gehabt, gerade mit Sadeln. Gut, weil der aber auch innen war. Ich wusste nämlich nicht, wo der war. Aber ich halte gerade so ein bisschen. Ich halte ganz schön Zug auf. Ist mir auch gerade egal. Meine Reifen sind aber auch übelst runter. Ne? Ich muss jetzt eh in die Box. Ich gehe nämlich auf Soft. Jetzt wechsle ich gleich. Aber wie gesagt, vielleicht ist es für dich gar nicht so schlecht, dass ich jetzt da gerade so ein bisschen die Leute aufhalte. Flügelschaden? Naja, egal. Ja, ich weiß, was du meinst, Anfänger. Ich weiß. Nochmal, ich bin anderthalb Jahre null gefahren. Ich bin komplett raus. Ich hab Flügelschaden. Achso. Alles gut. Das heißt, du darfst in die Box oder was? Nein, alles gut. Ich fahr zu Ende. So, jetzt ist Alonso in der Box. So, jetzt probiert das nicht anzugreifen, weil ich will eigentlich gerne darüber. Jetzt versucht das natürlich. Sergeant-Angriff. Kann ich nochmal kontern vielleicht? Fragezeichen? Oh, das bringt dir nichts, weil. Also Sergeant ist vorbei. Aber der Rest jetzt auch. Und die Kurve war noch gar nicht fertig. Ich bin jetzt ganz schnell rausgelaufen. Naja. Stoppzeit 3 Sekunden. Jetzt ist Wasser vorbei. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. So, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Aber ich habe Zeit verloren. Ich habe übel Zeit verloren auf die da vorne. Auch noch mein Unterboden beschädigt. Ist mir Bottas gerade irgendwie reingefahren? Das merkst du mit dem Unterboden, wenn du Pech hast. Aber ich find's geil, also solche Sachen, solche Kleinigkeiten, weißt du, deswegen haben wir jetzt auf Simulation stehen. Weil du halt wirklich alles beschädigen kannst und das ist halt irgendwo realistisch. Jetzt Runde Russell, der zieht natürlich jetzt dran. Ich glaube, der hat nämlich jetzt auch auf Soft gegangen. Das heißt, damit kriegt keiner den extra Punkt, weil Russell auch nur auf 18 liegt. Mit dem Benzin noch aus.
Sergeant holt sich die schnellste Runde. Kann das sein, der führt der immer noch? Keine Ahnung. Ich sehe nur bis Alonso. Okay. So, Russell und Ju sind jetzt natürlich am Kämpfen. Ich hoffe, dass ich die zwei da vorne noch kriege. Oder zumindest ein bisschen reinkomme. Ich würde gerne Ju noch bekommen. Zumindest ich letzter werden oder so. Das wäre nämlich schon. Oder ein paar Zweikämpfe haben. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,5 Sekunden. Aber die pushen sich natürlich mit dem DRS. Das ist halt so. Ich muss mich hier erwehren gegen Bottas und Piastri, ey. Ich bin sehr froh, dass du nicht was hast. Ich habe nämlich nichts hier vorne. So, Russell ist jetzt vorbei an Ju. Dann irgendwann mal. Wie sollte, die sind am Kämpfen da vorne. Komm, schießt euch ab oder was auch immer. Beschädigt euch. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch noch mal ein bisschen mitreden wollen. Komplett ab. Ach scheiße. Dann kannst du direkt in die Box. Du hast denn die abgefahren am Bottas oder was? Nee, Piastri hat sich direkt vor mir gesetzt und gebremst. Ach scheiße. Das liebe ich ja. Ja, ich sehe deine Teile. Ich muss übrigens aufpassen. Gerade dass ich nicht über den Teil fahre, nicht, dass ich auch noch einen Reifenschaden dazu kriege. Weil das auch kann nämlich auch passieren. Pass auf, was mit der Verwarnung? Okay, schon wieder. Du gehst wahrscheinlich jetzt in die Box dann, ne? Muss ich ja. Fährst du das Ding noch zu Ende? Trotzdem? Ja, klar. Okay. Kriegen wir vielleicht sogar noch zwei Kampf jetzt hier hinten gleich. Aber ich weiß nicht, wie weit du schon wieder weiter bist. Du bist noch in der Box, ne? Das kann sein, dass wir dann noch einen Zweikampf kriegen, ja. Mein Rennen, das ist perfekt gelaufen. Nee, das Rennen ist nicht so ganz perfekt gelaufen. Nee, das Ende jetzt, ja. Ja gut, du hast aber einen guten Eindruck hinterlassen zumindest, aber es ist halt bitter, wenn du dann am Ende doch relativ weit hinten landest. Ich vermute, dass du mich noch kriegen wirst, aber mehr nicht. Weil allein die zwei da vorne sind für 6 Sekunden weg. Gut, 17 Sekunden, selbst da kriegen wir keinen Zweikampf mehr, fällt mir gerade auf. Weil du bist schneller als ich, aber nicht so schnell. So schneller. Es sei denn, es passiert nochmal was. Das kann natürlich auch sein. Kann alles passieren. Da wäre es, ist es doch, mein Gott, ich sag's doch gerade noch.
So viel zum Thema, ne? Scheiße! Ich ärgere mich jetzt gerade. Schon wieder so ein dämlicher Scheißfehler. Dass du nicht da bist. Das war's. Habe ich dich jetzt berührt? Nein. Das war meine eigene Schuld. Ich habe die 3 Sekunden gekriegt und bin dann gedreht und habe dabei diese 3 Sekunden Strafe bekommen, weil ich schon mal die Körbs gerutscht bin. Scheiße, Mann. Nee, du hast mir ein Konzept gebracht, weil du genau daneben warst und ich wusste nicht, wie ich die Kurve anfahren musste, als ich sonst fahre. Und dafür habe ich das Auto verloren, weil ich auf den Korb musste. Mann, ärgerlich. Oh, Alonso gewinnt das Rennen. Toll, zumindest das fürs Team, zumindest die Punkte. Mann. Vor dem Gespräch ist noch an, wenn nicht irgendwas passiert. Und genau in dem Moment drehe ich mich weg. Ja. Oh Mann, ärgerlich. Ich hätte P4 holen können und dann. Ich hätte schlecht schlagen können. Daher alles gut. Das wird nicht reichen. Ich ärgere trotzdem nur diese zwei Blödsinnfehler da einfach nur. Platz 19 ist es dann am Ende nur geworden. Fahrer des Tages Max Verstappen. Aber immerhin ein Sieg fürs Team. Alonso gewinnt das Rennen. Aston Martin hat heute einen Sieg verdient und hat ihn auch bekommen. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Aston Martin hat es Felix Sargent auf 2 weit gebracht. Und heute sind sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Ach jö, scheiße. Hülkenberg auf 7. Ja, ohne den blöden Flügelschaden und den Seitenkastenschaden wäre ich, glaube ich, gar nicht in die Position mit Piastri da gekommen. Ja, 25 Punkte, ja gut, okay. Ja, ist halt so passiert. Aus Fehlern lernt man. Ich muss mich da ein bisschen anders anstellen in den 2 Kämpfen. Hast du eigentlich hier Fahrerwechsel auch an? Dass wir ja. In der Saison dann auch, okay. Ja, habe ich alles mit drin. Gut. Und sonst muss ich noch.